Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu TerraTech. Ja, da vorne ist unser nächstes Ziel. Es ist wieder einer dieser riesigen Würfeln, die dafür sorgen werden, dass wir weniger als 10 FPS haben. Und ja, mal gucken, vielleicht können wir den ja schon von hier aus irgendwie bekämpfen. Wir müssen nur den richtigen Winkel finden. Oh ja, das sieht gut aus. Nun ja, gut. Schon mal von der Ferne ein bisschen anschwächen, damit er dann relativ leicht auseinanderfliegt. Moment, ich glaube, ich muss da doch ein bisschen näher ran. Na, die wehren sich nicht, das ist doch schon mal schön. Ich glaube, der kann sich auch nicht wirklich bewegen. Oh, guck mal, da ist ein Hawkeye gelandet. Vielleicht hat er das richtige Teil für uns, wonach wir suchen. Aber ich glaube eher weniger. Wobei, könnte auch ein GSO sein. Hm, nee, da treffen wir momentan nichts mehr. Oh oh, jetzt fängt's an. Na komm, fall auseinander. Tu mir den Gefallen. Oh yeah. Eine ganze Menge schöner Blöcke, die da zusammenkommen. Und das ist ein GSO. Ein Glück, dass wir da relativ weit außerhalb seiner Trefferreichweite sind. Wie viel hält er denn noch aus? Allzu viel kann das ja nicht mehr sein. Problem ist halt, dass das Teil innen nicht hohl ist, sondern einfach durchgehend mit Blöcken zugestellt. Oh ja, da zerbröseln schon die ersten Blöcke. Und da wir hier über unsere Zielerfassungsgerätschaften verfügen, könnte es durchaus sein, dass wir jedes Mal sein Cockpit treffen. Oh, guck mal, da haben wir bereits ein Loch reingeschlagen. Diese kleinen, fiesen FPS-Fresser. Nun gut, vielleicht sollten wir mal kurz in den Nahkampf hin. Und davon bin ich ja auch nicht so überzeugt. Oh nein. Weißt du was? Oh, er ist kaputt. Sehr schön. Dann nehmen wir uns als nächstes sogar noch den Invasor vor. Ein bisschen Holz. Damit wir noch ein bisschen Batterien regenerieren können. Ich weiß, diese zwei Holzscheite, die bringen eigentlich gar nichts. Ich bräuchte so an die 20 Holzscheite. Oh, 4 Holzscheite. Sehr gut. Gut, das bringt natürlich auch nichts. Aber macht ja nichts. Oh, guck mal, schon wieder so einer. Und er frisst auch eine ganze Menge FPS. Naja, es liegt höchstwahrscheinlich an dem Haufen da hinten. Oh nein. Rückzug. Das war ja knapp. Gut, aber wir leben anscheinend noch. Moment, meine Zielerfassungsgerätschaften sind nicht mehr da. So, er verfolgt uns nicht mehr. Sehr schön. Gut, bring mal die Zielerfassungsgeräte ran. Die müssten unter Zubehör sein. Ich habe keine mehr. Hm. Na komm, hier ist Holz, nehmen wir definitiv noch mit. Weil wir es auch benötigen werden. Und seine Schilde sind auch erledigt. Alles klar. Liegt hier noch ein bisschen mehr Holz rum? Nein. Gut, vielleicht können wir... Oh doch. Na komm schon, sammel es auf. Und den können wir eventuell von der Ferne aussnipen. Yay, 3 Livestreams sind online. Sehr schön. Ja, na komm schon. Aber wo hängst du denn jetzt schon wieder fest? So. Jetzt muss jeder Schuss sitzen. Oh nein. Ja klar, der schießt natürlich auf meine Storage-Units da hinten. Und er ist erledigt. Sehr gut. Dann platzieren wir dich erstmal hier.
Damit du das hier schon mal aufsammeln kannst. Vielleicht noch einen Meter weiter vorne. Hier irgendwo, genau. Dann hole ich mir direkt mal ein Payload-Terminal, damit wir uns noch ein paar dieser Zielerfassungsgeneratoren, Zielerfassungsgerätschaften holen können. Repariere bitte nicht den Schrott. Payload-Terminal sollte bei Manufacturing sein, genau. Hier. Nun gut. So, Hawkeye. Nee, Accessoires. Hier. Kaufe ich direkt eine ganze Menge von. Die braucht man doch immer, wenn sie kaputt gehen. So, Hawkeye. Zubehör. So. Stellen wir euch diesmal hier drauf. Sehr schön. Ja. Mal gucken. Ah, der Würfel ist noch komplett da. Das ist doch schön. Die Teile möchte ich natürlich auch alle haben. Vielleicht lasse ich es mal drauf. Oh nein. Hörst du auf mit dem Quatsch? Das ist ja richtig gemein von dem. Moment. So, sehr gut. Naja, allzu viel ist da nicht übrig geblieben. Oh, halt, ich hätte mir hier erst einmal Kleinigkeit holen sollen. Aber der hat keine Chance. Der weiß doch nicht einmal, wo wir stehen. Und jetzt ist er erledigt. Na gut, dann kommst du hier hin. Mission complete. Und du... kommst dann hier irgendwo mitten rein. Sehr gut, dann packen wir mal unser Geschenk aus. Jetzt bekommen wir Licht, Räder. Mal wieder eine ganze Menge Müll. Aber Müll kann man nie genug haben. So, wurde hier irgendetwas kaputt gemacht? Ja. Tatsächlich. Geh mal auf die Waffen. Railgun. Hier. Musst du nicht vielleicht eins nach vorne? Nein, musst du nicht. Nun gut. So, schmeißen wir dich da mal näher ran. Dann organisieren wir uns mal ein bisschen Holz. Da würden wir vielleicht noch einen Abstecher da hinten hin machen. Weißt du was? Du kommst doch mal kurz hier hin. Damit ich mir das ganze Holz holen kann. Und da vorne ist gleich die nächste Quest. Die sollten wir auch mal direkt zerlegen. Und die Teile, wenn die nicht zu weit auseinander geflogen kommen, würde ich mir dann gerne auch mal holen. So, und dich dann noch. Und erledigt. Und der nächste ist erledigt. Jo, da müssen wir gleich auch mal her. Und da ist ein Gegner bei meinen Storage Units. So ein kleines Schwebemotorrad oder was das auch immer darstellen soll. Jo, erledigt. Achso, der hat hier aus meinem Storage schon jetzt wieder Sachen rausgeballert. Dass er sich nicht schämt. Du kommst dann mal hier mit rein. Und was ist dieser Punkt hier? Soll das etwa die Kartenmitte oder so darstellen? Könnte durchaus sein. Sollte man eventuell mal kurz hingucken gehen. Aber höchstwahrscheinlich werden wir da gar nichts finden. Du, hier zu. Und Feuer frei. Wunderbar. Das macht er nicht lange mit. Definitiv nicht.
Der ist dann doch ein Ticken schneller. Ein Glück, dass ich meine Türme hier anders ausrichten können. Nun gut, die Teile lassen wir mal liegen. Die Teile da hinten, da haben wir doch ein bisschen mehr davon. Oha. So, das Holz können wir mitnehmen. Sollten wir vielleicht auch. Nun gut, an sich reicht das. Wenn der Radius, also der Wenderadius nicht ganz so doof wäre, dann wäre das schon mal ein Anfang. Nun gut, dich stellen wir mal hier hin. Dich stellen wir hier hin. Dann gucken wir mal, was in unserer Überraschungsbox drin ist. Bam, 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 bam. Na komm ruhig näher, Freundchen. Oh, der hat Megatonnenkanonen. Ich korrigiere, er hatte Megatonnenkanonen. Machst du dich jetzt mal auf? Ach so, er lebt da noch. Ich korrigiere, er lebt nicht mehr. Holz eingesammelt. Damit sich die Batterien wieder langsam auffüllen. So, dann kommst du mal hier rüber. Und dann hole ich mir mal meine anderen Storage Units. So, wo ist die nächste Quest? 2,8 Kilometer in die Richtung. Alles klar. Ich hoffe mal, dass da jetzt bald Hawkeye-Gegner nachspawnen. Vor allem Missionen. Die bräuchten wir mal ganz dringend. So, weiter geht's. Wunderbar. Vollgas voraus. Wobei, die 2 Kilometer sind ja auch richtig weit entfernt. Vor allem, wenn uns da alle paar Sekunden ein anderer Gegner mitten im Weg auftaucht. Mit Megatonnenkanonen. Womit denn natürlich sonst? Bringt ihm aber auch nichts. Und die probieren es trotzdem immer wieder. Nun gut, nun gut, nun gut. Und ja, es wurde behauptet, dass die ganzen Blöcke hier wertlos sind und ich sie halt nicht einsammeln sollte. Das Problem an der Sache ist wiederum, man kann nie genug von diesen ganzen Blöcken haben. Denn im Zweifelsfall zerlegt man das Ganze einfach. Und dann hat man Ressourcen und muss schon mal nicht farmen fahren. Denn in jedem unterschiedlichen Teil sind potenziell gesehen auch unterschiedliche Ressourcen drin. Und da vorne die Base, die knüpfen wir uns direkt als nächstes vor. Genau. Das sollte ein Klack sein. Weil übertrieben gut stehen die ja auch nicht da. Man müsste die halt nur treffen. Das Blöde ist halt, wenn man sich auf den Kleinen fokussiert. Bevor die etwas Größeres ist. Na bitte, geht doch. Erstmal alles kaputt machen. Nee, hier wird sich nicht repariert. Gut, da haben meine Shotguns ganze Arbeit geleistet. Feuer. Wunderbar. Ach, da kommt direkt der Nächste. Oh nein. Oh no. Holz. Und wieder. Eine Railgun weniger. Kann ich wirklich nur sagen, ein Glück, dass wir mehrere davon haben. Ist da hinter uns eine Quest oder sind es einfach nur random Gegner? Finden wir es heraus. Nun gut. Erstmal ein bisschen Holz zum Reparieren finden.
Na komm, hier mal zurück. Habe ich schon erwähnt, dass die Lenkung ein bisschen mies ist? Nun gut, zurück zu der Base. Allzu viel steht da ja nicht mehr durch rum. Ah, Capture Enemy Base. Ich glaube, die Base wird eher kaputt gemacht, bevor wir sie übernehmen. So, der ist weg. Und der ist auch erledigt. Yay, und wir bekommen eine tolle Überraschung, die wir nicht benötigen. Wie sollte es auch anders sein? Na komm, du bist der Nächste da vorne. Solange da hinten alles aufgesammelt wird, können wir noch ein bisschen kämpfen. Genau. Gut, weg mit euch. Und das war's dann wieder mit meiner Energie. Aber es reicht gerade so noch. Gut. Dann können wir mal zurück zur Base fahren und dort ein paar Kleinigkeiten einsammeln. Oh, nee, Moment, das ist doch die Base, oder? Die da rumsteht. Die müssen wir ja so gesehen noch übernehmen. Nun gut. Halb so wild. So, dazu kommst du mal hier rein. Dann passt die Sache ebenfalls. So, Quests. Wir haben langsam weniger. 2,2 Kilometer in die Richtung. Nun gut. Tam, tatam, tatam, tatam. Nee, da kommt man nicht ran. Nehmen wir noch die paar Blöcke mit, die hier in der Gegend rumliegen. Das schöne Holz lassen wir uns natürlich auch nicht entgehen. Dazu müssen wir ja eigentlich nur wenden, dann gehört es uns. Also es gehört so gut wie uns. Du hier weg. Und dann nur noch. Nicht du. An du. Genau. So, weiter Richtung Quest. Wir haben noch reichlich zu tun. Oh, lenken. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt mit der Lenkung, ne? Dass die halt nicht so prickelnd ist. Und wenn es so weitergeht, dann schaffen wir sogar noch die GSO-Quest. War es das mit dir? Ja. Guck mal eine an. Gut, dann stellen wir einen Teil hier hin. Wir haben mal immerhin 3 Stück. Das geht dann relativ zügig. Gut, und das Holz holen wir uns dann auf die Art und Weise. Oh oh. Geh einfach kaputt. Ja, es ist gewagt, das hier aufzutauchen. Das war schon gemein. Nun gut, nun gut, nun gut. Jetzt muss ich das Teil wieder neu aufladen. Das macht das Ganze auch nicht besser. Aber gut. So, drauf. Dann warten wir nur noch auf dich. Naja, klemmen wir dich halt so dazwischen. Und dann müssen wir mal wieder Richtung Quest wenden. Eieieiei. Ich glaube, dich da vorne machen wir auch gleich mal kaputt. Aber auch nur, weil wir es können. So, Geschütze richten sich mal aus. Und
das war's dann mit dem. Und schon wieder in den Vasor. Die Frage ist, haben wir für den genug Energie? Ich glaub's fast nicht. Müssen wir gleich mal eventuell hier weg. Aber nur eventuell. Also diese Folge ist ja mal wirklich wieder sehr invasionslastig. Na guck mal, der hat Schilde. Aber keine Reparaturblasen. Dann Feuer frei. Sobald seine Schilde versagen, ist er erledigt. Und? Haben wir es bald? Wobei, meine Kanonen schlagen durch seine Schilde durch und da er keine Reparaturblasen hat, bekommt der da Probleme über Probleme. Sehr gut, zurückziehen brauchst du dich da jetzt auch nicht mehr. So, das war's mit seinen Schilden, das war's mit meinen Schilden. Ich werde ja noch repariert. Und er versucht abzuhauen und das war's. Sehr gut. Jo, jo, jo. Stelle ich mal direkt wieder meine Storage Units hier auf. Und wir da eventuell noch ein paar Blöcke abgreifen können. Die Gegner da drüben sind uninteressant, also relativ. So, dann kommst du mal wieder an Bord. Du kommst an Bord. Und bei dir warten wir noch. Naja, oder nicht. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder Holz organisieren. Immer wieder die alte Leier. Aber zumindest können wir uns halt so über Wasser halten. Stell euch mal vor, in der Wüste gäbe es nichts Grünes. Dann würden wir ja gar nicht mehr zurechtfinden. So, in die Richtung müssen wir. So, genau, gut. Sehr schön. Und dann in die Richtung. Und dann müssen wir mal hier abbiegen. So, dann lassen wir das Holz mal ein bisschen wirken. Ich glaube, wir müssen komplett durch den Wald durch. Das kommt uns noch recht, wegen dem ganzen Holz und so. Verstehst du? Bam, bam, bam. Und ich hoffe mal wirklich, dass bald die richtigen Quests nachrutschen. Anstelle der ganzen Invasoren. Wir haben mittlerweile 84.000. Also, da soll nochmal einer sagen, dass sich dieser kleine Beuteauszug nicht lohnt. Wir bekommen Teile ohne Ende. Zwar nicht die, die wir wollen. Aber auch eine ganze Menge anderes Zeugs. Hopp, hoch da. Moment. Schmeiß mal das hier weg. Das hier weg. Das hier weg. Genau, da rutscht immer wieder ein Stück Holz nach. Das ist doch schön. Damit können wir dann wieder ein paar Meter weiterfahren. Wenn wir nicht hängen bleiben. Wo bin ich denn diesmal hängen geblieben? Vielleicht bräuchte ich noch zusätzliche Ketten oder so. Wäre ja auch nicht verkehrt. Naja, räumen wir mal diesen Baum hier sicherheitshalber weg. Dann kommen wir hier auch leichter vorbei. Sehr schön. Na komm, dich mach mal platt. Aber auch nur, weil du mir im Weg stehst. Und das muss ja mal gar nicht sein. Oh, da stehen ja direkt noch 500.000 weitere Gegner rum. So, kannst du meinen Beschuss standhalten? Ich glaube mal nicht. Nun gut, da wir gerade hier wieder eine ganze Menge Teile aufgesammelt haben, beziehungsweise erbeutet, lohnt es sich definitiv, die Teile hier einzusammeln. Moment mal kurz. Ich vermisse hier doch irgendwie eine Storage Unit. Hab ich die aus Versehen eingesaugt? Gehen wir auf alles. Alle Fraktionen.
Alle Blöcke. Storage Units. Sieht fast nicht danach aus. Allen Anschein habe ich eine Storage Unit verloren. Das ist ärgerlich. Aber gut, wir haben mehr als genug Geld. Wir können uns so ziemlich alles leisten. Das passt schon. Vielleicht werden wir bis zum Ende dieser Questreihe hier, also bis wir die Teile gefunden haben, die wir brauchen, vielleicht sind wir bis dahin Millionäre. Das wäre ja auch lustig, ne? Dann bräuchten wir eigentlich den Scrapper gar nicht mehr. Scrapper, sag ich schon, ich meine den Fabrikator. Ah, guck mal, da vorne. Oh, direkt der nächste. Dich lasse ich mal links liegen. Du hast eh nicht das, was wir brauchen. Mal weiter. Nun gut. Moment. Nein, das nicht. Holz. Holz ist das, was wir wollen. Gut. Dann müssen wir da fast schon ausweichen. Oder wir fahren jetzt mal mit Vollgas drüber. Sehr schön. Und die Batterie ist fast voll. So, euch machen wir jetzt definitiv noch platt. Widerstand ist zwecklos. Also wenn wir dann Richtung Base zurückfahren, dann finden wir vielleicht die Gegner, die wir brauchen. So, du bist erledigt. Und du solltest auch kein großes Hindernis darstellen. Einmal deine Tanks getroffen, dann zerfällst du schon in 1000 Einzelteile. Und Quest erledigt. Sieht fast danach aus. Und was bekommen wir denn da Schönes? Eine Batterie. Und ein paar Waffen. Nun gut, warum denn nicht? Kann man ja immer gebrauchen. Das ist ein Stein. Nun gut. Dann setzen wir dich noch ein paar Meter nach vorne. Und ich würde mal sagen, meine Freunde, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich für euch, bei euch fürs Zugucken. Das hast du nicht umsonst gemacht. Mitten in der Abmod kommt er hier rein. So gemein von dem. So, meine Freunde, aber jetzt, das war's von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.